Morgen. Wir hauen ab. Ja. Ja. So, alle drin? Nein, Mami hat sich noch nicht angeschnallt. Aber schon drin. Guten Morgen. Der erste Auftrag steht schon vor der Tür. So nicht, liebe Leute. Oh Mensch, sind die alle im Stress. Das gibt's ja gar nicht. Warum sind die alle im Stress? Das ist erstmal gemütlich Mittagessen von gestern. Mittagessen von gestern. Hab ich jetzt so gesagt? Ja. Jetzt rufe ich gleich mal den Carsten an. Ich habe nämlich was über das Buch rausgefunden. Was das ist. Vielleicht ist er ja mittlerweile auch schon so weit. Ich rufe ihn jetzt mal an, bevor er einen Fehler macht und das verkauft. Hoffentlich hat er es noch und hat es noch nicht verkauft. Weil es gibt nämlich richtig Geld. So was. Würde sich lohnen, das sich nochmal bestätigen zu lassen. Hol mal ein Telefon. Oh, ich habe ihm die frohe Botschaft überbracht. Persönlich. Ist mir auch viel lieber. Jetzt muss ich diese Draht hier. Da kam die Dame gestern noch an und meinte, ja gut, okay, wenn das kaputt ist, muss man es neu machen. Und immer wenn ich sage, wir liegen los, heißt das eigentlich, ich liege los natürlich, weil heute ist natürlich auch noch keiner da. Aber so, die müssen ja alle erstmal aushungern, ausschlafen, was auch immer. Zack, die Überwurfmutter ist gesprengt und darunter die Gabel halt auch. Bei dieser Gabel war offensichtlich der Vorort zu hoch eingebaut, dann auseinandergedreht. Der Konus geht ja dann auseinander und drückt so die Gabel so ein bisschen auseinander und dabei ist die Gabel kaputt gegangen. Und das hier oben alles. Naja, das muss man halt aufpassen. Die richtige Einbautiefe ist immer zu beachten. Also die minimale Einbautiefe nicht über unterschreiten, was auch mal. Ne? Hat eben auch alles seinen Sinn tatsächlich. Dann wird das mal weg. Und kümmern uns um den nächsten Fall. Haffi. Durasport. 80er Jahre. USA. Die Bremsen sind nicht mehr so toll. Sagt er. Fertig. Erstmal ist alles demontiert. Dann schau mal, ich baue alles wieder an. Neue Bremszüge vorne hinten. Bremshebel, die brauchten wir. Und neue Bremsbeläge. Also bis gleich. Fertig. Hab einen schönen Griff gefunden. Hier. Auch einen alten Weinmann. Guter Zustand, schön passend zu dem. Der sieht zwar hier ein bisschen anders aus, nicht ganz so hübsch. Könnt ihr immer schon hier mit der Riffelung. Aber ansonsten gleiche Modell. Ihr wird sich erschrecken, wie gut das bremst auf immer. Tja, Mensch. Laufrad ist gekommen für den Komplettumbau. Geld spielt keine Rolle, Umbau. Felgenband trägt schon drauf. Kommt der Reifen auf. Ach ja. Jetzt hol ich mal einen Schlauch. Ja, für wen machen wir das hier eigentlich alle auf der Welt, wa? Vor der Rente gehst, stirbst du. So ist es gedacht. Zahlst aber in die Rentenkassen ein. So hoffen sie sich den Schuldenausgleich irgendwann zu schaffen, ne? Ach, ist das schlimm, ey.
Ja, jetzt ganz schön straff hier, die gute Pelle. Ja, das sieht aber cool aus, bestimmt. Diesem grünen. Ohne Werkzeug. Können wir den Betten drauf abschließen. Ja. Abgedrückt sind sie nicht. Bau, bau. Jetzt. Gucken, ob es noch gerade läuft. Perfekt. Auf Funken Inners für dich. Die Gabel habe ich mir angeschaut. Die ist nur hier oben. Dieser kleine Steg hier oben ist durchgerissen. Der Rest ist noch tadellos, der ist in Ordnung. Keine Spannungsrisse drauf oder so. Also ich gehe davon aus, das kann man nehmen. Ich weiß es nicht. Gestern Abend war ich froh, dass ich... Auf jeden Gestern Fall Abend war ich nicht in der Lage. Gestern Abend war ich nicht in der Lage, heute kenne ich das auch. Bei einer Flasche Wein ganz gemütlich die Abschaltung. Ich guck gleich mal. Was für, wie viele Gänge ist denn das? Genial. Ist schon klar, dass da irgendwas mit dem gelben Punkt sein muss, aber wie man den gelben... Der gelbe Punkt! Da sind so zwei gelbe Punkte, die wohl... Gelbe Tonne, grüner Punkt. Nee, nicht gleich weghauen. Genau, genau. Bei der muss, von, wenn man von oben durchs Guckfenster schaut, muss der gelbe Punkt, müssen die gelben Striche übereinstimmen. Wenn ich meinen Zähl nach der dritte Gang, dann stand schon auf dem Gang 4, also selbst da war das so... Ja, ist ja richtig, weil erstmal, wenn du oben bist, bist der schon mal in Gang 1. Den darfst, den kannst du ja nicht mitzählen. Das ist immer schon mal ein Rätsel gelöst. Da klicken kannst du ja nicht mitzählen, ist ja schon Gang drin. Ich dachte, da muss ja ganz gewaltig was kaputt sein. Und dann machst du 1, 2, 3, dann bist du natürlich in Gang 4. Immerhin, das ist ja schon mal was. Ja, Alfin auch noch, um Gottes Willen. Was haben wir hier? Während der Fahrt ist der Mantel rausgekommen, geplatzt und hat sich dann sofort um die Narbe gewickelt. Vollbremsung. Sag mal, das muss ich jetzt beheben. Dazu muss ich das ganze Ding rückwärts drehen. Und dann ist es nur noch ein ganz normaler Schlauchwechsel. Ja. Kann es sein? Wo habt ihr denn Sportfest gehabt? Weiß ich nicht. Hier. Rechts rum. Links rum. Bravo. Funktioniert, ja? Ja, herrlich, wie neu. Dann Neugierde befriedigen. War es die Kette oder? War die Kette. Ah, schick. Ich hab auch die Dose. Willst du das filmen? Ja. Ja, zeig mal, wie du das machst. Warte, warte, oh. Warte, ich mach. Ja. Warte, lauf noch mal durch. So. Oh nein, diese Fahrhand muss auf jeden Fall immer auf. Hey, Papi. Bis der Papa. Hey, Papi. Da bist du, Papi. Der Papi ist da. Hey, thank you.
Okay, die habe ich dort hingesetzt. Fang nicht hin. Wieso? Nicht du, sondern das ist gerade. Ach so. Süßchen, Papa. Komm, Herr Kammer. Wir pflanzen jetzt meinen neuen Boden ein. Und danach gießen wir sie perfekt. Bis dann, Herr Kammer. Ein Loch dann. Das ist mein Pflanzendammboot. Mama, mach da weiter. Und dann sagt sie später so, ja, ist witzig, dass man das gar nicht merkt, dass man dranhängt und wahrscheinlich falsch herumsteht. Ich so, hä, was meinst du? Die Erde. Ja. Ja, ja. Sie meinte, naja, dass wir eigentlich, Lina hat es so angefangen, die Erde ist ja rund und wahrscheinlich merken wir gar nicht, dass wir eigentlich auf dem Kopf stehen und falsch rum sind, aber wir hängen an der Welt. Wir hängen dran, deswegen merken wir das überhaupt nicht. Ja. Ich so, ja, Lumen, du bist heute mal wieder sehr philosophisch, sehr, sehr richtig. Physikalisch schon. Ich meinte sehr, das ist die Erdanziehungskraft. Dann hat sie es nochmal so wiederholt, Erdanziehungskraft. Verinnerlicht. Abgespeichert, Hebel umgelegt. Eigentlich hängen wir ja dran und wahrscheinlich sind wir falsch rum. Ist ja geil, da werde ich immer so ein Buch besorgen. Also, der Thorsten wollte ja eigentlich ein bisschen kurz eine Reparatur machen und Geld verdienen. Und jetzt kann ich nicht mehr warten. Ich habe die ganze Zeit nichts zu tun und warte darauf, dass er dann kommt, um dass ich ihm 10 Euro in die Hand drücken darf, weil er sich einen Teil kaufen möchte. Und so, und ach. Okay, jetzt muss ich es selber machen, weil morgen früh wird der Trakt schon abgeholt. Also mach ich selbst. Aber das ist natürlich auch doof. Wertig. 1912, ja, demnächst kann ich nicht mehr warten. Ich muss meine Aufträge abarbeiten, das bin ich ja so gewohnt. Ich meine, diese Tommy will hier und da helfen und gut sein. Und, Quatsch, ich muss da sehen, wie ich selber mit dem Arsch an der Wand komme. Gut, dann machen wir mal. Riese Müller, Hommage. Riese und Müller. Hommage. Ja, jetzt wohl dreimal hintereinander an Platten oder sowas. Wobei, ist hier irgendeine Pampe drin oder so?
Der Kümmer hat hier so ein Antiplatzzeug drin. Sehen? Das Anti-Plattzeug. Nee, ich soll noch nicht sehen. Wieso verflüssigt sich das denn? Ekelhaft. Sorgt dafür, dass die Reifen partieren. Das Anti-Plattzeug, wa? Das dauert platte Reifen mit den Dingern. Mit dem Zeug. Aua. Das liegt eben nicht an den Reifen. Sondern liegt an diesem Anti-Plattzeug. Was im Schlauch drin ist, was er in den Schlauch gemacht hat. So. Schnauze voll. Yeah. When you said 9 p.m. this morning, I was like, wow. Dass die gute Dame das schwer hat, sich loszureißen, ist wohl nicht von der Hand zu weisen. Und mit diesem feinen Spruch ende ich heute an diesem Tage. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Wir sehen uns morgen wieder im Fahrradsalon. Also bis dann, ciao, gute Nacht.